Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jimmys Show. Heute werden wir ein reines Toyota-Duell haben. Zu Gast und bei mir. Der Ratter. Hi. Und mein Gegenüber macht heute die Flatter. Und der Leopold. Ich bin Leo und nach der Show braucht Ratter ein Deo. Ich habe für euch ein kleines Huster-Quiz vorbereitet. Eine Frage, vier Antwortmöglichkeiten. Wer glaubt, er kennt die Antwort, haut auf den Buzzer. Sollte die Antwort falsch sein, so hat der andere die Möglichkeit zu antworten. Soweit alles klar? Und wie immer erwartet der Lehrer eine Bestrafung. Los geht's. Welcher ehemalige Nationaltorhüter ist sechsmal aus der ersten bzw. zweiten Bundesliga abgestiegen? A. Andreas Köpke, B. Eike Immel, C. Hans Tilkowski oder D. Bodo Egner? Warte. Andreas Köpke natürlich, mit Nürnberg. Die Antwort ist richtig. Ein Punkt für Ratter, wow. Hat nicht groß gefallen. Ja, das ist doch unser. Du wusstest es nicht, aber. Torwart. Also maximal raten wäre möglich gewesen bei mir. Ihr seid gut drauf, ich merke das schon. Ja. Nach der ersten Frage. Wie war der Spitzname von Berti Vogts? A. Dobermann, B. Dackel, C. Pitbull oder D. Terrier? Kommen auch Fragen aus meiner Zeit eigentlich. Eindeutig der Terrier. Und das ist wieder richtig. Zweiter Punkt für Ratter. Okay. Du musst langsam Gas geben. Das ist ein tolles Quiz. So. So, dritte Frage. Welche Fußballmannschaft spielt im Rudolf-Harbig-Stadion? A. Hansa Rostock. Leverkusen. Bayer Leverkusen. Ist leider falsch, Leo. Nein? Ich weiß es, aber ich höre mir lieber mal die Antworten an. Eine Sache noch, ich habe die Antwortmöglichkeiten nicht zu Ende gelesen. Es gibt ja vier. Ich habe es vergessen zu sagen, aber Rat kriegt leider einen Minuspunkt. Ja, Das heißt, du bist jetzt wieder bei einem Punkt. Das bringt mich zurück ins Spiel. Nee, ja, aber ich weiß die Antwort trotzdem. Ich glaube, ich weiß es auch, aber ich höre es mir lieber mal an. So, nochmal. Warte mal ganz kurz, kann Leo jetzt die Antwort geben? Ja, klar. Ja, klar. Oder kann ich nochmal buzzern? Nein, du bist raus. Nein, natürlich nicht. Er kann die Antwort geben. Ich lese die Frage nochmal vor. Für dich, Leo. Ja. Sehr gerne. Welche Fußballmannschaft spielt im Rudolf-Harbig-Stadion? Ja. A. Hansa Rostock, B. Erzgebirge Aue, C. Energie Cottbus oder D. Dynamo Dresden? Weißt du trotzdem nicht. Dynamo Dresden. Ja. Das ist richtig. Nicht zurück im Spiel. Punkt für Leopold Zingerle. Warte mal ganz kurz. Jetzt krieg ich einen abgezogen? Du kriegst einen abgezogen? Nee, gar nicht. Unentschieden. 1-1. Ja, 1-1? Ja, auf jeden Fall. Boah. Vierte Frage. Welcher Bundestrainer folgte auf Helmut Schön? A. Jürgen Klinsmann, B. Franz Beckenbauer, C. Jupp Derwall oder D. Joachim Löw? Ratter? Jupp Derwall. Richtig. Punkt für Ratter. Klar, geht ja nicht anders. Ist doch logisch. Löw und Klinsmann war klar, aber wann jetzt Beckenbauer und wann Derwall war? Beckenbauer war 89, 88, 90. Oh. Meine Damen und Herren, wir entschuldigen uns für die Störung aufgrund von Unwetter draußen. Punkt sind das Mikrofon Ratter nicht mehr, deswegen hat er jetzt ein Mikro in der Hand. Ja, genau. Wir probieren es mal. Kommen wir zur nächsten Frage. Steht 2-1 für Ratter. Welcher deutsche Fußballverein trägt in seinem Wappen ein vierblättriges Kleeblatt? A. Spielverein Greuther Fürth. B. SC Rot-Weiß Oberhausen. Leopold. Oberhausen. Richtig. Ja, gut. Gut geantwortet. Ja, das ist Handicap, Mikros Handicap. Ja, auf jeden Fall. Für die Chancengleichheit. 2-2. Welches Team gelang es 2002, den DFB-Pokal zu verteidigen? A. Borussia Dortmund, B. FC Schalke 04, C. Bayern München oder D. Werder Bremen? In welchem Jahr? Im Jahr 2002. Welchem Team gelang es 2002? Wenn ich jetzt drücke, kriege ich ja keinen Minuspunkt, oder? Ich tippe auf Werder Bremen. Aber das ist leider nicht richtig. Warte, du hast die Möglichkeit nachzuziehen. Oh, warte mal ganz kurz. Also Leo kriegt jetzt keinen Punkt, aber auch keinen abgezogen. Ja. Ja? Genau. Und kriege ich jetzt einen Punkt schon? Nee, du musst erst die Frage richtig beantworten. Ich müsste die richtig beantworten. Richtig. Ich kann nochmal die Auswahlmöglichkeiten vorlesen. A. Borussia Dortmund. B. Schalke 04. C. Bayern München. Oder D. Werder Bremen. Ja gut, Bremen brauchen wir nicht mehr. Ja. 2002. 2002. Also ich bin mir nicht sicher. Kannst einfach mal raten. Ich kann raten? Passiert mir dann was? Nur die Antwort. Hier bitte Neutralität, ja? Hier keine Tipps an meinen Gegenüber. Also Dortmund war es nicht. Es kann nur Schalke oder Bayern sein. Die Bayern haben 100 Mal gewonnen. Mhm.
Aber wenn Schalke, das müsstest du eigentlich wissen, finde ich. Ja, müsste ich? Ja, finde ich schon. Okay. Ich nehme den FC Schalke 04. Und das ist natürlich richtig. Okay. Somit steht es 13-2. Hätte ich auch nicht gewusst, ne? Aber dann ich, also ich meinte das Bremen 2001 und dann habe ich gedacht, ja, 2002 vielleicht verteidigt. Okay. Es steht 13-2 für Ratter, das heißt Matchball für dich, Ratter. Leopold, gib Gas. Wie hieß der FC. Was? Wie hieß der FC Erzgebirge Aue zu DDR-Zeiten? A. Empor Aue. B. Wismut Aue. Leo war als erster. Wismut Aue, danke, ja. Ratter. Das wird nochmal spannend, richtig. 3-3. Für die Show. Wow. Letzte Frage. Wer veröffentlichte die Autobiografie mit dem Titel Nummer 1? Andreas Köpke, Oliver Kahn, Jens Lehmann, Bodo Egner. Ratter. Olli Kahn natürlich. Meine Damen und Herren, wir haben einen Gewinner. Michael Ratzeischlag. Wow. Ja, war ja auch schwer. Danke, danke. Danke, 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 danke. Super. Muss ich anerkennen. Es war eine spannende Runde. Leopold, du hast leider verloren. Und ja, du hast jetzt eine kleine Bestrafung vor dir. Und du darfst das Paderborn-Lied für die Fans singen. Das ist toll. Möchtest du mit Mikro singen auch? Für alle? Ich habe ja ein Mikro, oder? Das sollte man ja hören. Hier haben wir noch einen Schal. Kannst du noch einen Schal umhängen. Klasse. Und sogar noch den Liedtext hier. Aber ich singe nur den Refrain, oder? Also ja, der Refrain okay. Reicht, glaube ich. Brauchst du irgendwie Beatbox oder so? Beatbox wäre toll, Jimmy. Wenn du schon mal da bist, ja? Dann das wäre echt super. Aber hast du Taktgefühl? Wenig, sehr wenig. Warte, ich muss mal. Einer klappt. Okay, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, ich muss ja auf den Beat. Okay, willst du wieder mal? Ich komm, wir stellen uns hier hinter. Ist doch einfach. Alle drei? Ich glaube. Ja. Komm, du gehst hier mitsingen. Ratter, du kannst mitsingen. Ach, ich darf mitsingen? Als Bestrafung darf ich mitsingen? Ja, du kriegst auch noch einen Schal hier, guck. Super. So. Also wir fangen mit dir an, Jimmy, oder? Ich mach Beatbox. Ja, also, ja, und du sagst, ob der Beat halt passt, ne? Okay. Zu schnell? Zu langsam? Boah, ist ein bisschen schnell, aber ist ganz schwierig, auf das Lied damit zu kommen, muss ich echt sagen. Okay. Geht aber, ich fand es jetzt nicht so schnell. Ich kann auch trommeln. Nee, Leo muss eigentlich anfangen. Leo muss ich sag einfach mal an. Paderborn, erhebe dich und lauf. Paderborn, den Helm geh nie auf. Und dein Name, Musik in unseren Ohren. SC Paderborn. Wow! Toll! Überragend! Toll! Super, Jimmy! Großartig! Hat mich gefreut, Jimmy! Schönes Jahr an euch! Ratter, ja, danke sehr! Jimmy, Moderator, vielen Dank! Ratter. Toll! Das mal abmoderieren! Ich darf abmoderieren? Gerne! Schon. Ja, Leute, vielen Dank erstmal an Jimmy, ne? Großartige Performance heute wieder! Und ja, wir freuen uns natürlich, heute hier sein gewesen zu dürfen und wünschen euch einen schönen Tag, alles Gute und macht's gut, ciao. Dann hört man wieder dieses Lied. Paderborn, erhebe dich und lauf.